Seien Sie nicht überrascht, wenn Sie ab dem 1. August unserer Polizei in blauer Uniform auf der Straße begegnen. Innenminister Herrmann und Justizminister Bausback stellen dazu Uniformmodelle vor dem Münchner Polizeipräsidium vor, die von 500 ausgewählten Polizistinnen und Polizisten sowie 100 Justizbeamtinnen und Beamten getestet werden. Haben sich Polizei und Justiz für diese Modelle endgültig entschieden? Das ist der Entwurf, mit dem wir jetzt in den Trageversuch gehen. Aber entscheidend sind ja dann die Reaktionen aus diesem Versuch heraus, was die Kolleginnen und Kollegen der Polizei dazu sagen, ob die Textilien in Ordnung sind, ob er ihnen vom Schnitt her gefällt. Und erst aufgrund dieser Erfahrungen aus dem Versuch werden wir dann endgültig entscheiden, ob es so bleiben kann, ob wir noch Änderungen vornehmen wollen. Polizistinnen und Polizisten sind ständig in Kontakt mit der Bevölkerung. Eine Akzeptanz der neuen Uniform in Bayern ist daher auch wichtig. Wir wollen ja, dass unsere Bevölkerung auch stolz ist auf unsere Polizei, auf deren Leistung, aber dass sie ihnen auch vom Outfit her gerne begegnet. Und deshalb wird mich auch interessieren, was sagen die Bürgerinnen und Bürger dazu? Gefällt es ihnen in dieser Form und wie sieht das mit der Farbe aus? Auf Blau. Sie stehen auf Blau? Ja, ich stehe auf Blau, weil ich gern Blau trage. Okay. Ja, ich finde Blau viel besser. Ich glaube, wenn die alte Uniform aus den 70er Jahren war, ist die auch anders, ganz anders im Schnitt, dann ist es schon richtig, dass man mal was Neues macht. Das macht einen sehr guten Eindruck. Ich finde, das sieht sehr professionell aus. In manchen Ländern gibt es ja auch schon Blau. Das ist schnittig, schaut gut aus, mit den Taschen da, also das Weiß und die Streifen dazu, die Kappen, passt wunderbar.